Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Kill Bomberman! Sorry, das musste einfach raus. Ja, ich gehe motiviert in eine neue Session, die ich gerade begonnen habe. Und es lief ja in den letzten Parts relativ gut. Mit Ausnahme des letzten Endbosses. Gut, da hat es ein bisschen länger gedauert. Ich gebe es ja zu, diese Top-Pflanze war ziemlich hartnäckig. Aber wir haben auch sie besiegt und dementsprechend mit Elan und Motivation gehe ich in die fünfte Welt rein. Auch wenn hier neue Gefahren lauern. Ihr seht es schon, diese komischen Gitter, die hier Gase ausspucken, sobald eine Bombe in der Nähe explodiert. Und was passiert, wenn der Wario in das Gas läuft? Das hier! Er tanzt den Wario-Dance! Hula hoop! Let's do the Wario-Dance! Oh, hoppala. Das war blöd, ich weiß. Hey, wo ist ein Bomberschwachkopf eigentlich? Hab dich noch gar nicht gesehen. Lass dich mal anschauen, wie groß du geworden bist. Haben es die Großeltern zu euch auch früher immer gesagt, wenn ihr mal eine Woche nicht da wart? Mein Gott, bist du groß geworden. So, da ist er ja. Komm mal zu mich bei. Komm zu mich, ich bin so gern bei du. Schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Preisfrage, aus welcher Serie kam dieses Zitat? Das müsst ihr wissen. Das wisst ihr auch. Das kennt doch jeder. Wenn ihr das nicht kennt, dann bin ich enttäuscht. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, dich nehme ich nicht. Nicht? Kommt es mir nur so vor, da sind hier sehr viele Blöcke wegzusprengen. So, hab ich dich, Kleiner. Wunderbar, wir beginnen den Part direkt mal mit einem Doppelsieg. Quasi einem Win-Win, einer Win-Win-Situation. Daher kommt dieser Begriff also. Haben wir mal wieder was gelernt. Selbst in meinen bekloppten Videos kann man ab und zu mal was lernen. Sollte man gar nicht für möglich halten. Ich hätte doch was anderes machen sollen als Let's Plays hier bei YouTube. Ich hätte irgendwie Bildungsvideos machen sollen. Wahrscheinlich wäre ich darin besser als hier im Spiel, wie man gerade eindrucksvoll wieder gesehen hat. Leute. Ich will keinen Totenkopf. Kannst du behalten. Danke. Hammeln meine Goodies nicht ein. Hey! Dafür wirst du mit dem Tode bestraft. So. Okay. Und dich nehme ich mir als nächstes vor. Hehehe. Herrlich. So. Die Entscheidung steht an, liebe Zuschauer, an den Rundfunkempfängern. So, gehen wir eben hier entlang. Lol, wunderbar. Ey, zisch ab. So, den habe ich als nächstes. Ich frage mich wirklich, wie ich jemals ohne diese Funktion in diesem Spiel bestehen konnte, ohne den Trouncer. Es ist so herrlich. Pam, weggebombt und Tschüssikowski. Hihi. Hihi. Schabadada. So. Da können von mir aus drei Bombermans auf mich zukommen. Ist mir Jacke wie Hose. Wo ich zwei besiegt habe, besiege ich auch drei. Da kenne ich keine Gnade. So.
2 auf einen Schlag. Und der kriegt als nächstes sein Fett weg. Tschüssi. Das Spiel fesselt mich heute wie damals. Hätte ich vor diesem Let's Play nicht geglaubt, dass ich da immer noch so mitgehe. Ich dachte, ja, Wario Blast, nettes Spiel. Fand ich früher richtig klasse. Könnte man mal wieder spielen, aber dass ich hier so mitgehe mental, das hätte ich nicht geglaubt. Bin ich von mir selbst ganz überrascht. Und der nächste. Oh, jetzt bin ich selber ins Gas gelaufen und mach den Wario Dance. Let's do the Wario Dance. I like to dance. I like to dance. Gut, geschafft. Hey, ich glaube, das wird der kürzeste Part von allen. Da ist schon der Boss. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Lang ist es noch nicht. Aber ihr wisst ja, aus der letzten Welt, der Endboss, der hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und ich hoffe, dass es jetzt hier auch nicht der Fall ist. So, erstmal das Einsammeln. Dankeschön. So, das war schlecht. Aber jetzt. Hey, wow. Hey, der ist ja viel einfacher als der letzte. Viel, viel einfacher. Hier, schon dreimal getroffen. Kann sein, dass die Endbosse im Laufe des Spiels immer einfacher werden. Irgendwie ungewohnt für ein Videospiel. Bei Mario Blast ist alles anders. Das fängt schwer an und hört einfach auf. Das finde ich ja toll. Ja! Schön! Herrlich, möchte ich fast sagen. Oh! Na komm, 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 komm. Ich schick dich ins Land der Träume. Das soll sehr schön sein, habe ich gehört. Komm schon! Nein! Was mache ich denn? Ich blöder... Entschuldigung, dass ich hier mal kurz laut werden musste. Regt mich über mich selbst auf. Ich glaube, ich hätte ihn nur noch einmal treffen brauchen und dann wäre es geschafft. Aber nein! Kurz vorher muss ich ja so blöd sein und... Ach, so what. Reden wir nicht mehr drüber. Sei nicht so feige und versteck dich hinter deinen Blitzen, du Depp. So was Feiges. Ist unglaublich. Oh Mann, ich bin blöd. Aber jetzt, komm. Ja. Und nochmal. Nein. Aber jetzt. Jawohl. Und nochmal. Ja. Und. Peng. Und jetzt habe ich ihn in der Falle. Peng. Und nochmal. Er hat keine Chance mehr. Oder doch? Er rappelt sich nochmal auf. Hätte ich nicht geglaubt. Aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Jawoll! Ich könnte jodeln, wenn ich es könnte. Ich kann es aber nicht. Das M. Oh, das war auch der letzte Buchstabe. Das heißt, das ist die letzte Funktion, die wir erlernen. Moto. Weiß gar nicht mehr, was das war. Ach so, wir können über Blöcke springen. Schön. Auch nicht nett. Auch nicht schlecht. Auch nicht nett. Boah. Es wird Zeit, den Part zu beenden. Ich rede schon wieder völlig wirr. Eigentlich schon seit dem Anfang. Seid ehrlich. Ist doch so. Aber egal. Mit der nächsten Welt. Wir schauen nochmal, was es hier für Gefahren gibt. A slick floor and regenerating walls make things hurt in the next battle. Also ein rutschiger Untergrund und... wiederbildende Blöcke. Ah, genau. Die Blocks, die wir hier wegsprengen, tauchen nach einer Zeit wieder auf. Ich glaube, das war diese Winterlandschaft. Gut, damit geht's auf jeden Fall dann im nächsten Teil weiter. Und da sind wir, glaube ich, schon im 6. Ja, bis dann sage ich tschüss.
Thank you.